So, hi Leute, willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Zaubertrankzutaten und nach dem Zylindertrick. Ein Zylinder? Ich komme leider nicht dran. Ich könnte mit meinem Zauberstab. Oder mit einem dünnen Seil. Naja, egal, ich habe schon einen Plan, was wir mit dem dünnen Seil machen können. Zwar können wir damit vielleicht ein kleines süßes flauschiges Häschen fangen. So, gibt's hier noch irgendwas zum Einsammeln? Sieht fast nicht so aus. Marschieren wir mal Richtung Stadt. Oh, bist du ein süßes kleines Kaninchen? Nom, 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 nom. So. Davon hat mir Opa mal erzählt. Katapultkonstruktion. Der Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Voll gut gemacht. Jetzt brauchen wir noch eine Das sollte Krawatte. funktionieren. So. Wir können einen Karnickel fangen. Ah! Nein! Es hat genauso funktioniert, wie ich es geplant habe. Die schöne Karotte. Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgenockt. Oh. Der kleine Kerl ist wieder putzmunter. Er mümmelt seine Karotte und sieht ganz zufrieden aus. Erstmal K.O. schlagen, das Viech. So, wir brauchen irgendwas Langes. Um an den Zylinder zu kommen für unseren Zaubertrick. Also sag mal, Meister Schauspieler. Kennst dich doch voll gut aus, oder? Na, no, Wilbur, was kann ich für dich tun? Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich habe einen geschäftlichen Ich soll Vorschlag Sie fragen, machen. Ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Ist ja egal. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drin steckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Warum stellen Sie diese alberne Idee? Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten Sie? Weil dann Ihre Aktien steigen werden, die Sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben Sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass Sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Ja, das ist natürlich. Ja, ich habe ein Kaninchen. Sie, hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Ja. Bin schon unterwegs. Ich gehe dann mal. Dann schauen wir mal, wie wir an den Zylinder kommen. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Schauen wir nochmal zum Tod.
Ach, der Tod ist draußen. Was macht der Tod denn hier draußen? Tod. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Ja, mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Die gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Ja, Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Am wichtigsten sind meiner Meinung nach die Schnittchen. Ich hoffe, nun ist er glücklich. So. Der Tod ist vergraben. Der Tod ist kein Problem mehr. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ja, das muss ja nicht sein. Kann ich Schaufel mitnehmen? Nee. Aber jetzt können wir wieder in Tods Haus gehen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Das Buch der Toten zum Beispiel. Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Okay, den Zylinder haben wir jetzt auch. Jawohl. Okay, dann fehlen uns ja eigentlich noch zwei Zutaten. Das ist eine Land... Ja, tut mir leid, so rum, da wollte ich hin. Ich habe alles für den Zaubertrick. Mir fehlen immer noch zwei Zutaten. Hallo! Moin! Wilbur! Was kann ich für dich tun? Dass man immer hin und her laufen muss, ist ein bisschen doof. Hier ist jetzt. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen. Sozusagen. Hm? Naja, Hauptsache wir haben alles. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht zu genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug gut. Und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber... Ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Doch. Ach was, du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Wo er recht hat. Was bleibt mir anderes übrig? Mhm. Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Zylinder mit Kaninchen. So, aber wir brauchen immer noch... Was war das? Schimmelschleimextrakt und ein paar asthmatische Speckmagen.
flattern Fliegen rum. Können wir hier vielleicht ein Fläschchen Schimmelschleimextrakt? Ich glaube nicht. Auch hinten in Servers Raum war, glaube ich, nichts mehr zum Plündern. Zurück ins Gasthaus. Der schwere große Tresor, den wir so nicht aufkriegen. Nee. Der sieht schlecht aus. In die Kanalisation. Zurzeit kann er mir, glaube ich. Ja, vielleicht kann er dir asthmatische Speckmahnen besorgen oder keine Ahnung. Mist. Wie sieht's bei dir hier oben aus? So, da haben wir soweit nichts. Die obere Stadt. Das dort, sieht doch hier, das sieht aus wie Schimmelschleimextrakt. Das sehe ich doch ganz genau. Moin, Digga. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon. Was willst du? Ich mache jetzt. Okay. Also, er kann mir auch nichts geben. Das ist schlecht. Da sind nur die Häuser, da kann ich auch nichts. Meister, Meister. Ich möchte euch einen Zaubertrick. Betrachte den Steinmörser. Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Ich kann ihn ja trotzdem mal betrachten. Betrachte die Presse. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder Ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Ach, Moment. Geisterpilze? Pfeffermit? Moment. Was? Geh weg, Zauberstab! Schimmelschleimextrakt. Schweißeisen. Nee. Das heißt, ich muss irgendwo noch was einsammeln, irgendwelchen Schlüssel. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich will Ihnen jetzt meinen Zauber vorführen. Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber vorführen. Den Zaubertrick. Also pass auf, Meister Markus. Ich als großer Magier. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Hex-Hex? Gleich kommt ein Schaf raus. Häschen? Fantastisch. Gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Danke, aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Ja, hier, Meister Markus, na, schau mal, was ich hier hab. Mächtiges magisches Amulett. Herr Lehrer, was gibt es? Ich habe noch nicht alle Zutaten für meinen Trank zusammen. So schnell geht das auch nicht. Ich brauchte für meinen Trank damals Wimper eines uns, wo ich so eins finde, will. Tatsächlich. Ja, das hatten wir schon mal. Mich hat es 6 Jahre gekostet. Aber nichts im Vergleich zum Mond. Man muss halt suchen. Also frag alle. Ja, hier, schau mal, sehen was das Sie ist. Hier? Oh, mein... Ist das... Ja, yep, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ach, war ganz ich leicht. Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom? Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Fast. Hätte mir jemand gesagt,
dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Okay, ich muss weiter. Auf Wiedersehen. So, aber wo kriegen wir jetzt noch unsere letzten beiden Zutaten her? Vielleicht im Kochtopf? Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trank brauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Ja, wir haben ja fast alle, das muss reichen. Wir brauchen irgendwas, wo wir Schimmelschleim von extrahieren können. Ich glaube, das Zeug hilft uns aber alles nicht weiter. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Oh, das ist ja gut. Ich würde das ja irgendwie Schimmelschleimextrakt am Sumpf suchen. Betracht das Bäumchen. Oh, kriegen wir da vielleicht nur was? Die Schlinge hat sich wohl nicht schnell genug geschlossen. Deswegen wurde das arme Karnickel in die Luft katapultiert. Das zeigt wieder einmal, dass man niemals Technologien benutzen sollte, die man nicht versteht. Sehr klug, sehr klug. Das sage ich auch jedes Mal wieder. Benutzt keine Technologien, die ihr nicht versteht. Trotzdem macht man es immer wieder. Schimmelschleim. Ich muss ja hier irgendwas sein. Mensch. Scheiße. Entschuldigung, hat hier jemand Schimmelschleim gesehen? Zum Beispiel auf dem Grab oder so. Ich lasse ihn da drin, bis ich... Ja, bist du den Erzmagier besorgt? Bist du den Erzmagier besorgt hast? Genau, wir brauchen jetzt einen Erzmagier, deswegen besorgen wir uns da mal fix ein. Bis wir ihn besucht haben, verdammt. Der Tod hat bestimmt hier irgendwas. Ah, da ist Bliss. Beste Band der Welt. Tisch gibt's doch nicht. So am Murks. Hey Gott, Sakrament noch einmal. So, hier, sag mir mal voraus, wo ich noch was finde. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich habe einen Zaubertrick vorgeführt. Ich habe Meister Markus den Zauber vorgeführt. Und? Hat alles geklappt? Nein! Nicht? Ist das Tuch mit rausgekommen? Nein. Ich habe ein Kaninchen in den Zylinder hineingesteckt und ein Schaf rausgeholt. Dann hast du etwas verkehrt gemacht. Nein, es war Magie. Ich habe das Kaninchen in ein Schaf verwandelt. Meister Markus war begeistert. Das ist wirklich beeindruckend. Gratuliere. Mit der Nummer könnten wir auf Tournee gehen. Tut mir leid, keine Zeit. Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Nein, lieber nicht. Du hast den Hauptpreis schon gewonnen. Und bei deinem Glück stehe ich bald in Unterhosen hier. Dann lassen wir es lieber. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen willst. Ja, das ist schön. Ich brauche doch nur diese scheiß hier Schimmelschnatter. Gib mir Schimmelschnatter, du Arsch. Der Schausteller trägt seltsame Kleidung. Die faltige... Hier gab es ja auch nichts mehr. Zurzeit kann... Ich habe noch nie eine so stattliche Ratte... Asthmatische Speckmaden. Wo soll ich die herkriegen? Der Schrumpfring des Händlers. Geschrumpft. Hm.
Geisterpilze brauche ich auch, so, oder? Ja. Es ist doch zum... Ich finde aber auch, ich habe keine Idee, wo ich das finden könnte. Er hat ja auch kein Sandwich mehr. So, komm, geh mal in die Oberstadt, da oben. In der Oberstadt ist bestimmt... Durchgang nur für Berechtigte. Ich bin berechtigt. Oder ist der Herr Gnom mittlerweile etwa zum Zauberer geworden? Arschloch. Noch nicht. Tja. Dann reden wir nochmal miteinander. Hallo, Herr Schild. Hallo. Ich bin jetzt ganz offiziell toll. Komm wieder. Es wird nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja, ich das mache hatten wir ja auch schon alles. Ich will Schimmelschleim finden. Und was weiß noch, ich vergesse es ständig. Und asthmatische Speckmann, genau, Speckmann. Du bist doch so eine asthmatische Speckmade. Können wir dich nicht reinschnibbeln in den Trank? Das ist doch eigentlich genau das, was wir suchen. Der Schrumpfring. Es muss wohl sein. Also schön. Ich damit vielleicht noch irgendwo anders hin. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine Sache. Haben wir noch irgendwo? Schaustellerwagen glaube ich nicht. Mein asthmatisches Zeug würde ja zum Tod passen. Der Trank lässt. Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Ich sollte lieber in. Der Schrumpfen ist ein widerwärtiges Gefühl. Ich werde den Ring nur am Eingang zur Kanalisation anziehen. Und nur, wenn es unbedingt sein muss. Okay. Damn. Ja, Leute, ich bin im Augenblick ein wenig ratlos, wo ich noch was finden könnte. Ist natürlich auch nichts. Deswegen würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann suche ich noch mal ein bisschen hier. Bis dahin, Leute. Tschüssikowski. Ciao.